Täglich dreht sie hier ihre Runden. Spazieren, nachdenken, runterkommen, wenn der Kopf zu voll ist. Wie nach Gesprächen mit ihrer Mutter. Meine Mutter glaubt an Verschwörungstheorien. Jetzt schon eigentlich seit über 15 Jahren, würde ich jetzt sagen, so rund. Also seit kurz ein paar Jahren nach dem 11. September ging es so richtig los. Nach den Anschlägen da. Kathi Krause ist Autorin und lebt in Berlin. Ihre Mutter glaubt an eine Corona-Verschwörung. Sie hat eigentlich über die letzten 1,5 Jahre verschiedene Dinge geglaubt. Das ändert sich auch immer wieder. Jetzt gerade ist es so ein bisschen, es ist alles irgendwie eine Methode, um uns Angst zu machen, um die Bevölkerung über Angst in Schach zu halten. Und das, was wirklich gefährlich ist, sind die Impfungen. Also die Impfungen bringen gerade reihenweise, millionenweise Menschen um. Mit dieser Meinung stehe ihre Mutter in der Familie allein da, sagt Kathi. Die Regel laute eigentlich, nicht mehr über Politik oder Corona zu sprechen. Doch meist sei es ihre Mutter, die mit immer neuen Thesen provoziert. Es geht uns tatsächlich allen so in der Familie, in der engeren Familie, dass wir einfach immer wieder ausrasten. So irgendwo kommt jeder immer an den Punkt, dass er einfach sagt, so, ah, ja, jetzt, hör doch einfach mal auf. Kathi hat es aufgegeben, ihre Mutter überzeugen zu wollen. Während sie die Pandemie ernst nimmt, sich impfen lässt, folgt ihre Mutter offensichtlich nur Verschwörungserzählungen aus dem Internet und teilt ihre Erkenntnisse im Familienchat. Das hat tatsächlich auch so ein bisschen was von Sucht. Das ist ziemlich klar. Also die Sucht, die ist ständig, hört die sich YouTube-Videos an, kommt alle paar Minuten kommt eine Telegram-Nachricht rein. Und ich glaube, das merkt man schon richtig, so die sucht diesen Kick immer wieder. Das ist wirklich so ein Kick, so immer, jetzt habe ich wieder was Neues, kann ich mich wieder neu aufregen, kann ich wieder neu empören. Die Einstellungen ihrer Mutter erscheinen Lichtjahre entfernt von ihrer Welt. Mit Fakten dagegenhalten, für Kathi sinnlos. Wenn man selber das Gefühl hat, man kann das nicht einfach so unkommentiert stehen lassen und will was sagen, das ist schon in Ordnung. Man sollte nicht die Erwartung haben, dass das was ändert, weil das, glaube ich, ist einfach nicht so. Tobias Meilicke leitet in Berlin eine Beratungsstelle, die sich explizit an Angehörige von Verschwörungsgläubigen wendet. Täglich bekommt er Nachrichten von Menschen, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Wichtig ist, gehen Sie nicht auf die Inhalte der Verschwörung ein. Also wiederholen Sie nicht die Verschwörung selbst oder versuchen Sie auch nicht, über vermeintliche Fakten ins Gespräch zu kommen. Seien Sie empathisch, versuchen Sie, die Gefühle hinter der Verschwörungserzählung zu begreifen. Kathi lebt mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern in Berlin. Ihre Eltern wohnen in München. In einem Zeitungsartikel hat sie vor einigen Monaten über das neue Verhältnis zu ihrer Mutter geschrieben. Oft war sie auch so ein bisschen oft meine erste Anlaufstelle, wenn es mir richtig schlecht ging. Und das ist halt heute eigentlich undenkbar. So, ich komme mit ihr, natürlich erzähle ich ihr noch Sachen, aber ich erwarte von ihr keine Lösungen mehr eigentlich. Ihre Mutter möchte sich dazu nicht öffentlich äußern. Und Kathi ist die Privatsphäre ihrer Eltern wichtig. Denn sie versteht, dass es auch für ihre Mutter schwierig ist. Auch wenn ich es jetzt andersrum drehe, also so versuche das so von ihrer Seite aus zu sehen, dass ich halt meine Art und Weise damit umzugehen, dann wirklich zu sagen, so okay, so ich mache ganz klar, ich ziehe hier eine Mauer hoch, bis hier noch nicht weiter. Und das ist dann für sie eigentlich das Schwierige daran, dass sie halt merkt, so ich nehme das einfach alles gar nicht mehr an, sie kann damit mir gar nicht mehr drüber sprechen. Dank der Enkelkinder gibt es immerhin eine gemeinsame Basis mit ihrer Mutter. Sie haben es geschafft, Familie zu bleiben. Sie fahren in den Urlaub, feiern Weihnachten, trotz des Grabens, der sie trennt.